Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. 22. Spieltag der Regionalliga Nordost. Unser FC Carl Zeiss Jena empfing die FSV Budissa Bautzen. Endstand 4:0 für unseren FC Carl Zeiss Jena. Und damit bleiben die drei Punkte hier im Paradies, wo wir heute 2.474 Zuschauer begrüßen durften. Ich darf sehr herzlich die Trainer begrüßen und unseren Gästen aus Bautzen, Raimund Linkert und natürlich den Trainer unseres FCC, Marc Zimmermann. Aber zunächst hat wie immer als erstes der Gast das Wort. Raimund Linkert, bitte, Ihre Spieleinschätzung. Ja, danke, hallo. Glückwunsch an meinen Kollegen und ans Team von Jena, die das, glaube ich, ganz gut gemacht haben. Aus unserer Sicht konnte das Spiel nicht schlechter losgehen. Mit einer roten Karte, die wir uns einhandeln, glaube ich, nicht nötig in der Situation. Trotzdem ja, vom Schiedsrichter gespannt so gesehen. Und dann stehen wir gegen den Spitzenreiter der Liga mit 10 Mann auf dem Platz und kriegen in der ersten Halbzeit durch einen Handelfmeter das 0-1, beziehungsweise 1-0 in dem Falle für Jena. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel noch drin ist. Nämlich nicht mehr so viel. Ja, wollten dann in die Halbzeit kommen, haben wir geschafft mit dem 1-0 Rückstand. Ja, und kriegen eigentlich direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit durch einen abgefälschten Schuss aus 20 Metern dort das 2-0. Und damit ist die Sache erledigt, das muss man dann so feststellen. Wichtig war uns, war mir, dass wir dann Moral beweisen und uns nicht hängen lassen. Ja, kriegen dann noch ein Standard-Gegentor, was, denke ich, besser verteidigt werden muss von uns. Und im 4-0, wo wir im Mittelfeld im Ballbesitz sind, den Ball verlieren und dort ja nicht so gut aussehen, wie wir das eigentlich hätten lösen sollen. Sodass die Niederlage in Ordnung geht und wir hoffentlich lernen aus den Fehlern und das besser machen in der Zukunft. Die Truppe bleibt ja, zusammen, das kann ich so sagen. Ich will auch erwähnen, dass mit Anton Stehr dort hinten links ein A-Jugendlicher gespielt hat, sicherlich aus der Not geboren, aber der hat sein Spiel ordentlich gemacht, da bin ich froh drüber. Und deswegen gucken wir trotzdem optimistisch in die Zukunft. Danke. Ja, vielen Dank, Raimund Linkert. Zimmer. Ja, also wir haben wackelig begonnen. Also die erste Halbzeit, man hat gemerkt, dass wir mit angezogener Handbremse gespielt haben und ja, nicht, weiß ich jetzt nicht genau, ob das an dem Meuselwitz-Spiel lag, aber nicht dieses Selbstvertrauen in den Tag gelegt haben, was uns in der Hinrunde in fast allen Spielen ausgezeichnet hat. Den Vorteil durch diese rote Karte, den konnten wir zu Beginn nicht nutzen. Ja, ab der 25. Minute, da hat es schon den Elfmeter gebraucht, aber es ist so gewesen, dass wir uns in der Halbzeit gesagt haben, nach der Führung, dass wir trotzdem eine Schippe drauflegen müssen, weil sonst wird es ein enges Spiel. Und das haben die Jungs gut gemacht. Wir sind, dass wir jetzt direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit dann das 2-0 machen, das ja, ist eine Idealvorstellung und haben die Jungs gut umgesetzt und dann hat man auch gemerkt, dass das wie so eine Art Brustlöser war und etwas vieles auch leichter fällt. Und von daher kann ich über die zweite Halbzeit sagen, dass es ein standesgemäßer Sieg war, 4-0. Momentan sind wir noch nicht in der Verfassung, sage ich ganz ehrlich, dass wir das Ergebnis auch hätten höher schrauben können, weil diese Automatismen, die uns in der ersten Halbzeit ausgezeichnet haben, noch nicht da sind. Daran werden wir weiter arbeiten. Nur habe ich den Jungs auch gesagt, dass wir so ein Spiel, egal gegen wen wir spielen, auch egal welchen Tabellenplatz der Gegner hat, so angehen sollte, dass wir auch ein gewisses Selbstvertrauen ausstrahlen, eine gewisse Souveränität ausstrahlen. Und es geht mir nicht darum, dass wir überheblich spielen, aber dass wir brauchen uns nicht verstecken vor keinem Gegner. Und Fehler werden sowieso passieren. Die passieren auch in dem heutigen Spiel, aber wir müssen einfach so Gas geben, dass wir im Nachhinein immer sagen können, wir sind das Spiel so angegangen, ist das was richtig, dass wir es gewinnen wollen, dass wir Dominanz ausstrahlen, dass wir uns Chancen herausspielen. Und das kam erst so nach und nach. Von Anfang an hätte ich mir das sicherlich gewünscht, aber im Grunde genommen bin ich zufrieden über das Spiel, dass wir es 4-0 gewonnen haben. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Michael Ulbrich von der Thüringischen Landeszeitung. Na, ich habe eine Frage an beide Trainer. Und zwar, Pele Wollitz ist nicht ganz zufrieden mit dem Spielplan, hat zum Streik in der Liga aufgerufen. Wie ist denn eure Position dazu? Ich habe
Das Interview, oder das war in der PK, glaube ich, noch nicht voll gesehen. Also ich wollte auch nicht die Jungs heute früh anrufen und sagen, wir lassen das Spiel ausfallen, dann hätte ich vielleicht Probleme bekommen mit dem NUFV oder mit dem DFB. Von daher habe ich es mir auch nicht in voller Länge angeguckt, weil die PKs in Cottbus sind relativ lang. Vielleicht mache ich das auch, dass die Terminierung natürlich, wir sind eine Amateurliga, also wo sollen die ganzen Regionalligisten eine Rasenheizung hernehmen? Also die finanziellen Mittel haben sie gar nicht. Wie haben sie aufgrund der Vergangenheit noch, und bin auch froh, dass wir sie angeschaltet haben und dass wir spielen können. Das ist die eine Sache. Aber ob wir eine Rasenheizung haben, heißt nicht, dass wir die Spiele auch gewinnen. Das hat man vor 2 Wochen gesehen. Aber es ist schon so, dass die Vereine, wenn die Spiele jetzt ausfallen aufgrund des Winters, ja, die werden immer enger. Es wird dann englische Wochen geben. Das ist sicherlich nicht optimal. Also wir sind froh, dass wir in der Regionalliga spielen. Und wir werden auch spielen, wenn wir spielen dürfen. Das ist unsere Position. Und wer eine andere Position hat, der soll die vertreten. Gibt es noch Fragen? Gibt es nicht? Dann darf ich unseren Gästen guten, sicheren Heimweg wünschen. Uns allen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.